YouTube und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Robocraft. Ja, genau. Leute, guck mal, ich bin hier 9. Ist mir gerade so aufgefallen. Na, probieren wir mal Boss Battle. Das muss bestimmt gegen Tier 4 Panzer ran, aber ach, wird schon irgendwie. Ey, auch gegen die 3. Okay. Das läuft ja. Ich habe jetzt gerade Bock aufzunehmen, deswegen mache ich jetzt eine Aufnahme. Gucken, wie viel wir hier kriegen in Tier 9. Und schon mal essen erst Abschuss los. Ordentlich schon mal Schaden machen. So ausgewichen. Zack. Oh, die machen einen Schaden schon wieder. Ich ging nicht. So, erster weg. Oh, die machen schon wieder einen Schaden, Leute. So, der ist weg. Jetzt tun wir ein bisschen campen. Und nicht so viel Schaden kriegen. So. Mann. Leute. Ah, nein. Nein. Leute, nein. Ja, würd's jetzt mal hier anhalten, sonst kann ich nicht. LOL. Eine. Zwei Kanonen noch. Ich wurde verkackt. Vermehrt hier. Ich will meine Kanonen wegmachen müssen. Ich werde schon wieder hier hardcore eingenommen, ey. Fuck. Zack, zack, zack. Ja. Schon wieder keine Kanone mehr. Ey, was ist denn das? Och man. Ich hab's schon wieder so satt deswegen, ey. Das kotzt mich einfach nur an. Guck, der macht gar keinen Schaden an mir. Jetzt kann ich ja nämlich 10 Minuten warten. Weil ich nicht aus dem Spiel gehen kann, wenn ich nicht beschossen werde. Ey, das ist ein echter Witz, der macht keinen Schaden an mir. Aber die kriegen immer meine Kanonen weg. Och Leute, da hat man überhaupt keine Lust auf das blöde Boss-Battle. Weil man jedes Mal Kanonen weggeschossen kriegt. Das macht doch keinen Spaß mehr. Naja, egal. Wir kriegen das schon irgendwie jetzt hin nochmal. Ohne Schaden zu machen. Es ist mir, normale Kämpfe lieber, weil da tut man die Gegner ordentlich weghauen. Da kann man es auch mal mit zwei Gegnern aufnehmen und gewinnt trotzdem. Und hier, die schießen überall her. Wenn ich wenigstens nacheinander kommen würde, da können wir ja alle alleine abschlachten. Also schießen ja alle zusammen. Aber auf die Kanonen immer, ey. Das finde ich immer so blöd. Man kann sich nicht mal dagegen wehren, weil so schnell kann man die einfach nicht abschießen. Ach man. Ich habe jetzt die letzten drei Kämpfe alle immer verloren. Weil mir immer die Kanonen weggeschossen werden. Ich weiß nicht, irgendwas mache ich falsch. Ich guck mir einfach mal im Internet an, wie die anderen das machen. Weil ich verliere ja nicht, weil ich geschrollt werde, sondern ich verliere immer nur, weil meine ganzen Kanonen wechseln. Das Blöde an SMGs ist, die kannst du ja nicht groß mit Schilden versehen, weil die ja dann nicht mehr schießen können. Na egal. Boss Battle gibt trotzdem ordentlich Geld. Von daher ist mir eigentlich egal. Ach ja, bleib stehen. Oben ist hier so ein Hacker. Ach du gut, er will nicht. Zack, wird auf den Dreien abgeschossen. Kann er gar nichts mehr machen.
Leute, bei uns ist die... Okay. So ein Railwalker. Die kann man ja nicht töten. Weil er irgendwo an der Decke hängt. Hinten wieder dran. So was nervt auch diese Walker, weil die überall hinkommen. Du kannst sie nicht abschießen. Du kannst sie echt nicht abschießen, richtig ordentlich. Komm doch her. Ja, für sowas brauchen wir dann immer im eigenen Team einen Walker. Der mal da hochlaufen kann. Gut, der ist weg. Ich fahr jetzt. Wie lang wir hier irgendwie die Leute hier wegzuholen. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Dieser Schaden. Halt. Mal wegschießen den Typen dort. Jetzt hier Angriff, Großangriff. Ja komm. Nein. Oh. Jetzt habe ich hier solche Lenkprobleme. Nein, nein, nein. Nix mit heilen. Ah, nein, nein, nein. Das war richtig dumm. Hallo, ihr müsst dann aber auch mal schießen, wenn ich mich hier schon opfere. Ich mache überhaupt keinen Schaden an dem. Ein so ein... Mitkrieger. Oh, ich bin tot, ey, das... Wisse... Ich habe schon keine Lust mehr. Weil ich opfere mich, fahr dahin, nehme das Feuer auf mich und mein Team macht wieder gar nichts. Die stehen irgendwo hinten rum und kraulen sich die Eier oder so. Was weiß ich denn? Ich würde gern heute mal wieder gewinnen. Irgendwann noch. Ach, aber muss man ja nicht. Das gefällt mir irgendwie nicht, dass ich jede Folge schon wieder so angepisst beginne. Entweder wegen dem blöden Bosskampf oder wegen irgendwelchen nicht so intelligenten Teammitgliedern oder sowas. Klar halte ich nicht viel aus und bin eigentlich auch ziemlich schlecht. Trotzdem könnten die mal wenigstens was machen. Das Team besteht nicht nur aus zwei Leuten. So, zwei Walker. Fahren sie mit mir dahinter. Mal sehen, was das wird. Erstmal sind die irgendwie viel zu langsam, die Walker. In meinem Team. Im Gegnerteam sind die immer viel zu schnell. Das ist immer komisch. Der fliegt kleiner. Ja, der gönnt sich einfach. Hinter mir kommen auch noch welche. Müssten wir jetzt eigentlich hier durchhauen können. Hier alles wegmachen kann. In der Theorie. In der Praxis stehen noch zwei Leute, die uns die ganze Zeit wegschießen. Nee, gar keiner. Okay. Schon Tote? Nee. Okay, treffen tun wir nicht. Lol, ich treffe nicht mal mehr am Fahren. Wo dort 40 Gegner sind. Gefühlt. So, wir können jetzt auch mehr in die Base gehen. Die müssen schon herkommen, wenn sie was wollen. Wenn sie nicht verlieren wollen. Müssen sie herkommen. Okay, das war zu deutlich gesagt. Dem das herkommen soll, jetzt kommen die nämlich alle her. Also gehen wir aus dem Kreis raus und
Mach den weg hier. Der ist böse. So, erster weg. Okay, haben wir nicht gekriegt. Oh. Oh nein, nein, nein. Ordentlich kassiert hier haben wir hier. Mal kurz weggeguckt. Ey Leute! Merkt ihr mal was? Diese blöden. Ja, genau! Meine Teammitglieder stehen hier oben rum und kraulen sich die Eier die ganze Zeit. Ey, das ist doch echt ein Witz. Die waren mit uns die ganze Zeit gefahren und jetzt. Ey, da brauchen sie auch nicht spielen, wenn sie keinen Bock haben. Die machen doch gar nichts. Und wisst ihr was? Jetzt haben die Gegner wieder nur solche Plasmawerfer. Die sind alle richtig klein. Ach, das macht echt keinen Spaß. Die beiden waren hier und standen die ganze Zeit hier rum und haben nichts gemacht. Ja, jetzt bin ich auch tot. Ey, das ist. Ich gewinne nicht mehr. Ihr seht doch, was hier los ist. Braucht ihr nicht zu sagen, dass es meine Schuld ist. Falls jemand von euch der Gedanke kommt. Ne, du fährst da so lang und keine Ahnung was. Nee, ich handle hier voll perfekt. Aber meine Teammitglieder sehen es nicht ein, warum man vorfahren sollte. Man kann ja irgendwo hinten rumstehen, vielleicht mal die F-Taste betätigen, um ein bisschen Spaß zu haben, aber im Team helfen muss man nicht. Dafür, na, nö. Kann man weglassen, braucht man auch nicht. Erster Sieg des Tages haben wir doch nicht mehr kriegen. Ich mache die Folge so lange, bis ich mit dem und meinem Heiler den ersten Sieg des Tages kriege, kann ich euch sagen. Und wenn du jetzt hier 3 Stunden hier die Folge machst, eben 3 Stunden lang, dann habt ihr eben eine 3-Stunden Folge, wo ich nur verliere und zweimal gewinne. Ja, das nervt. Das nervt wirklich. Wenn ihr das selber spielt, dann kennt ihr das garantiert auch. Es gibt einfach Tage, da gewinnt man alles und es gibt Tage, da gewinnt man gar nichts. Und zu den Tagen, wo man gar nichts gewinnt, da gehört heute dazu. Heute ist. Ach ne, ne. Jetzt komm, stell dich in den Weg am besten. Lol, was habe ich jetzt geschafft? Ja, jetzt stehe ich genau auf dem Ding hier drauf. Naja, und hier so ein Abonnent von mir, ne, hat mir einen Tipp gegeben. Der Hotti, also zocken mit Hotti, hab ich auch schon mal erwähnt, glaube ich. In irgendeiner Folge. Ein Tipp gegeben, als wenn ich das länger halte, dass ich dann hier höher springe. Aber es bringt mir gerade nichts, weil ich hier nicht runterkomme. Ey Leute, was ist denn das jetzt hier vor der Verarsche wieder? Ich stehe hier genau auf dem Ding drauf und komme hier nicht runter, ey. Fehlkonstruktion, würde ich sagen. Ich kann meine Räder drehen, wie ich will. Das ist assi. Wir könnten ja wenigstens. Oh Mann. Ich kann wenigstens machen, dass das Teil. Jetzt stecke ich hier schon wieder fest. Ey, was ist denn das heute? Ja, ich könnte ja helfen. Musste mich aber auch vorlassen. Na gut, dann wird erstmal weggeschossen. Jetzt komme ich hier wieder nicht rein. So, zack, 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 zack. Nächster. Zack, weg. Nächster. Es geht hier wie am Fließband jetzt. Ich kann gar nicht reagieren jetzt so schnell, wie ich ja die 3 Kills rumgerissen habe. So, da oben war das schon der nächste. Der ordentlich kassieren will. Oh.
war natürlich nicht so geplant. Oh, ich habe doch noch gewonnen, weil mir hier irgendeiner geholfen hat. Ja, siehste, jetzt hat mir mal einer geholfen und jetzt habe ich auch gewonnen. So, wie viel Geld kriegt man? Oh, fast 100.000. Das ist doch krass. Das ist wirklich krass. Oh, das sieht böse aus, mein Wagen. Mal C. Können wir neue Blöcke kaufen. Standard, ne? Aber 40 brauche ich überhaupt noch so viel? Ja klar, 4 auf der Mitte brauche ich noch. Etliche. Was ich hab, das hab ich. Mal, ich will schon mal gucken. Unten, was für eine Farbe. Ach, hier sind noch genug gelbe, die wir noch alle ersetzen können. Das ist jetzt nicht das Problem. So, ganz schnell. Ganz schnell, sehr langsam. Der Block sollte nicht weg. Zwar das Kribbelteil hier. So, kurz bauen, damit das ein bisschen Abwechslung gibt in meinen Folgen, ne? Ihr seid live dabei. Ich mein. Oh, Mann. Wie mein Robo hier besser wird. Irgendwann noch Tier 10 erreicht. Und dann ist das Projekt beendet. Nö, keine Ahnung. Spaß. Ich werde mein Projekt, also das Robocraft-Projekt, so schnell nicht beenden. Weil es einfach Bock macht. Es macht richtig Bock, das Spiel zu spielen. Oh, siehst du, da sind die Blöcke schon alle. Alter, da war ja auch noch so ein blauer Block hier. Ne, wo war der? Mist. Der war. Dort weg, das weg. So, das müsste es eigentlich schon gewesen sein mit den blauen Blöcken. Gelb. Eigentlich an der Seite hier schon wieder das nächste, die nächste Reihe hier anschließen. Nein, kann man nicht, weil wir jetzt noch nicht vom Level so hoch sind. Kann man irgendwas abbauen, was man nicht unbedingt brauchen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Egal, dann gehen wir jetzt zu unserem Heiler. Tun jetzt hier noch Gewinn abholen, aber zum ersten Mal können wir hier mal ein paar Blöcke wieder ersetzen. Oh, hier ist ja noch alles blau. Das könnte dann einiges länger dauern. Können wir erstmal hier den Boden. Wo ist die Mitte? Das hier. Na. Nur habe ich auch keine gelben Steine mehr. Ist gut. Aber ist eher nicht gut. Na, jetzt muss ich noch die ganzen Orangen ersetzen. Oh nee, das ist ja alles orange hier. Das nervt ja richtig. Naja, aber egal. So, reden. Ich rede über nichts mehr. Muss ich mich wirklich mal wieder dazu zwingen, irgendwas Sinnvolles oder eben nicht Sinnvolles von mir zu geben.
Ich weiß nicht, also heute. Nee, was habe ich vorhin schon gesagt, dass heute nicht der erste Advent ist, der ist erst morgen oder so. Also wisst ihr jetzt, ich nehme das Ganze am Samstag auf, da vor dem ersten Advent. Mal gucken, wann die Folge kommt. 3 Wochen nach Weihnachten. Nee, Spaß. Ich denke mal, die kommt ein bisschen eher. Aber nicht viel. Ich habe noch, ich weiß gar nicht, für heute die Folge habe ich gerade hochgeladen. Für morgen, also für den ersten Advent habe ich schon eine Folge, glaube ich, auch schon hochgeladen. Dann, ja, hab ich noch, ich habe noch für, ah ja, und jetzt die nehme ich dann für irgendwann die Woche auf. Ich habe ja nicht so einen, jetzt so einen direkten Upload-Plan. Manche YouTuber das haben, ich mache es einfach. Wenn ich Bock habe, lade ich Video hoch und nicht, dann lasse ich es eben. Ist auch nicht so schlimm. Naja, ich probiere schon am Wochenende einige Videos aufzunehmen. Das wird bei mir sowieso nur am Wochenende. In der Woche habe ich zu wenig Zeit. Ich schaffe es nicht irgendwie, wenn mal ein Video aufzunehmen. Aber sonst, das mache ich eigentlich alles nur am Wochenende vorproduzieren. Dann da schaffe ich meistens 3, 4 Videos. Und die lade ich dann einfach dann die Woche hoch oder lade sie dann in der Nacht irgendwann hoch und du dann in der Woche eben freischalten. Und ich klinge gerade bestimmt richtig assi, weil ich verschnupft bin. Überhaupt Erkältung, alles, tritratrala. Mir ist Husten, Schnupfen und kein Geld oder so, ging das doch, oder? Das Sprichwort. Geld haben wir ja alle nicht, mussten schnupfen, aber gelegentlich. So, ich fahre einfach mal dem Typen hier hinterher. Meinem kleinen Heilrobo. Los jetzt, machen wir ja Action. Ich will was sehen von der Junge. Ja. Ich hab's halt irgendwie auf jeden Fall mit in die Wand fahren und dann nicht mehr da rauskommen. Nein, verreckt er jetzt? Nein. Ich heil ihn. Okay, hier sind aber auch, hier sind zu viele Gegner. Ach du blöd Mann, Alter. Was willst du von mir? Okay, das habe ich auf jeden Fall verloren, weil hier. Ja, ein bisschen zu viele Leute sind. Hm, naja. Klar wieder raus hier, das hat keinen Sinn gemacht. Folge von 5 Sekunden war es jetzt. So eine. Nicht eine Folge, sondern. Na, ihr wisst schon, ein Dings. Oh, jetzt fallen mir die Namen nicht mehr ein vom Kampf hier, Battle. So, aber es war gerade ein Mikro ein bisschen weiter vom Mund weg, weil ich sehe gerade, dass ich die ganze Zeit bei der Tonaufnahmeleiste am Rand anstoße. Ich glaube, das da übersteuert mein Mikro ein bisschen. Ja. Deswegen mache ich das jetzt so. Für euch dürfte es kein großer Unterschied sein. Hoffe ich mal. Das werde ich dann sehen. Weil jetzt, wenn ich so laut rede, manchmal, bei dem Ma, manchmal da, hat es jetzt zum Beispiel wieder am Rand gewesen. Ey, deutsche Sprache, schwere Sprache. Oder eher gesagt, ich verspreche mich hier die ganze Zeit. Naja, also ich fahre garantiert nicht vor. Du wirst schon vorfahren müssen. Ich komme nur hinterher, aber vorfahren tue ich nicht. Aber der ist viel zu schnell, von daher ist er tot, ehe ich bei dem bin. So, dann fahren wir jetzt mal langsam zu dem hin. Der auch schon Schaden gekriegt, aber ich komme noch nicht an ihn ran. Jetzt, so der Vollgeheilt. Der hat eindeutig übertrieben mit seinen Teilen hier, weil man braucht sowieso nur 6. Also 6 ist es wirklich das Optimum und 7 ist eben noch 1 drüber, damit man eben 1 schon platt ist, immer noch Optimum fährt. Ja, scheiße war es, wenn der andere keinen Schaden macht. Ja, jetzt kann sie mal Akku reinfahren. Außer gesehen, dass ich hier hochheile. Wie sonst sowas.
What? Leute, hier sind Gegner. Mann, guck doch mal hier hinten. Ja, jetzt bin ich auch schon platt. Jetzt bin ich ja richtig kaputt. Haben wir noch einen Heiler im Team? Ich glaube nicht. Ich muss mal hier rauszoomen. Ich fahre irgendwie immer so tief reingezoomt und regt mich dann immer auf, warum ich nicht so geil lenken kann. Weil ich meinen Roboter überhaupt nicht im Blick habe. Ja komm, jetzt fahr mal vor. Ich kann dich da oben fahren heilen. Das dauert mir viel zu lange. Denn ich fährt, fahr ich eben. Schieb den hier ein bisschen an. Ja, willst du mir mal schießen? Das ist so ein Gegner, ja. Und der schießt nicht. Und ich kann gerade wieder nicht nach... Ich kann wieder nicht lenken. Ey, das war auch ein cooler Typ hier. Der steht da da. Aber man muss den nicht abschießen, oder? Man kann das auch einfach weglassen. Man steht rum und wartet. Das ist immer gut, oder? Warten, bis die Zeit vergeht. Der kurz ganz hoch gehalten, jetzt können wir uns dem Opfer hier stellen und den Opfer hier hochheilen. Das Opfer, der hat auch schon wieder Schaden gekriegt hier. Irgendwo kriegt er gerade Schaden her. Der hat auch, oh, der hat ordentlich kassiert. Da war es nicht der, der hier die ganze Zeit so Müll gemacht hat. Ja, spring am besten, damit ich nicht heilen kann. Machst du gut. So, ich hab jetzt gewonnen. Habe noch ein bisschen Premium. Von daher werde ich noch ein wenig fahren. Mit dem. Weil das Spaß macht. Ist noch schon wieder 27 Minuten vorbei. Aber was soll's. Ich habe ja Zeit. Ich habe übrigens ein langes Wochenende. Also... Heute Samstag, ne, hab ich frei, Sonntag hab ich frei, und Montag haben wir irgend so einen, in der Schule irgend so einen Hausaufgabentag oder pädagogischer Tag oder wie der Dreck heißt. Auf jeden Fall haben wir da frei, aber wir müssen ein paar Hausaufgaben machen, eben besonders viele. Aber da wir ja nette Lehrer haben in der Schule, müssen wir eben nicht so viele Hausaufgaben machen. Von daher ist das alles im grünen Bereich. Ich werde diesmal dort lang fahren. Das ist nämlich ziemlich cool dort. Ja, das gefällt mir. Und einen guten Ausblick. Einen schönen Überblick über die ganze Map. Kann man ordentlich oben stehen und einfach alle platt machen. So, der zählt auf jeden Fall schon fleißig hier. Wir sind jetzt zu dritt. Ja, dort kommt noch ein Heiler und noch ein Plasmawerfer. Das ist auf jeden Fall optimal. Sind schon fast ein Gegner zu sehen. Aber ich sehe nichts. Los, ich fahre hier ein bisschen vor. Na, kommt mal hinterher. Also wenn mir jetzt keiner hinterherkommt, dann verliere ich. Erstmal den umlegen. Leute, ihr könnt dann, wenn ich jetzt schon hier alleine rumkämpfe, dann könnt ihr wenigstens von dort mal hinten schießen. Ich meine, wenn sie schon nicht hinterherfahren, sollen sie wenigstens schießen. Und die platt machen. In der Entfernung. Ah, vielleicht. Die wollten sich vielleicht nur heilen. Ja, dann sollen sie es eben machen. Das kann ich dann die Heiler auch nicht mehr beschützen. Wenn ich platt bin. So, Action jetzt hier wieder. Hochgeheilt, 100% Leben, jetzt geht's weiter. Einen Abschuss haben wir schon. Jetzt fahren wir hier schön hinter dem Berg in die gegnerische Basis rein. So, da drüben haben wir gerade schon einen Gegner gesehen, jawohl. Der hat auch schon ein bisschen Schaden genommen von uns. Und irgendwie fahren, bin ich so langsam. Ich hab schon solche übelsten Bossräder. Tier 8 oder so und trotzdem bin ich so lahm.
Los, komm, nächster Abschuss. Wir werden selber eingenommen, aber ist egal. Weil wir schneller sind mit einem. Los, weg mit dir. Da unten, ich sehe ja schon das Fahrerhaus. Weg. So, schweizen wir uns zu unserer Base. Wir haben zwar schon gewonnen, aber vielleicht können wir dort noch ein paar Kills machen. Obwohl eigentlich nicht, weil wir viel zu schnell schon eingenommen haben. Ich dort bin. Jawohl, haben wir noch schnell ein bisschen verteidigt und jetzt Schaden gemacht. Es gibt noch mal extra Geld, jawohl. So, dann beende ich jetzt die Folge. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Abos, Kommentare, alles erwünscht, Bewertungen natürlich auch. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.